Aus Sicht der Strassenbenutzer waren die politischen Entwicklungen der letzten Jahre auf Bundesebene weniger freudig. Es deutet alles darauf hin, dass immer mehr Gelder von Seiten der Strassenbenutzung in die Schatulle des öffentlichen Verkehrs fließen und flossen. Und dies, obwohl der Bedarf für den Ausbau und den Unterhalt der Straßeninfrastruktur klar ausgewiesen ist. Und die finanziellen Mittel fehlen, weil die Politik sie halt lieber für andere Projekte einsetzt. Hier schafft die Milchinitiative endlich Abhilfe, indem sie nämlich die Einhaltung des Verursacherprinzips verlangt. Das Verursacherprinzip heißt, jeder muss für seine Kosten selber aufkommen. Die Initianten in über 114.000 Schweizerinnen und Schweizer fordern, dass der Reinertrag der Verbrauchssteuer auf Treibstoffen, das ist die Mineralölsteuer, vollumfänglich in die Straßeninfrastruktur investiert wird. Bisher fast bloß die Hälfte des Ertrags, in der allgemeinen Bundeskasse. Das heißt, der Ertrag wurde aufgeteilt. Hier verletzt das bisherige Finanzierungssystem das Prinzip der Kostenwahrheit. Die Geldabflüsse und die Geldzuflüsse sind verworren und sie sind unübersichtlich. Und hier vermag auch kein Bahn- und kein Straßenfonds Abhilfe zu schaffen. Bei einer Missachtung von so grundlegenden Prinzipien könnte aber auch kein privates Unternehmen langfristig erfolgreich sein und überleben. Es gilt aber auch, es vorher ganz klarzustellen, und es wurde von Max Nötzli, dem Präsident von der Schweiz, auch bereits gesagt, die Milchkuh-Initiative ist kein Angriff auf den öffentlichen Verkehr, weil ohne gut funktionierendes Schienennetz käme die Wirtschaft gleichermaßen zum Erliegen, wie wenn es keine Straße mehr geben würde. Doch die politischen Diskussionen von links bis ins bürgerliche Lager hinein werden in diesem Bereich viel zu einseitig geführt. Die Bedeutung der Straße für die verschiedenen Verkehrsmittel wird nämlich weit unterschätzt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Sicher ist aber, der einseitige Ausbau und der Unterhalt des Schienennetzes und die konsequente Vernachlässigung der Straßeninfrastruktur hat schwerwiegende Folgen und wird noch schwerwiegende Folgen haben, wenn wir da nichts unternehmen. In einer globalen und dynamischen Welt, in der die Dienstleistung immer wichtiger wird, ist auch die Mobilität von unschätzbarer Bedeutung. Der öffentliche Verkehr wird zum größten Teil über die Straße abgewickelt. Und die gute Erreichbarkeit, vor allem auch von Randregionen, ist nicht nur ein Standortfaktor, sondern hat auch politische Bedeutung. Und wir dürfen eins nicht vergessen: In einem freiheitlichen Staat ist es immer noch die freie Entscheidung des jeden Bürgers, mit welchem Transportmittel er sich fortbewegen möchte. Wer meint, dass nach Annahme der FABI-Vorlage alle Probleme gelöst sind, der ist auch gewaltig. Die Straße kann sich zwar heute noch zu 100% selber finanzieren, ist dann einfach im Gegensatz zum öffentlichen Verkehr, der ja je nach Berechnung einen Kostendeckungsgrad von höchstens 40-50% hat. Vor 20 Jahren waren es hier noch mehr als 64%. Durch dieses Missverhältnis und die massive Quersubventionierung bleiben die Finanzierungsprobleme ungelöst. Doch statt die Querfinanzierung zu reduzieren, wurde die Bevölkerung im Glauben gelassen, Zugfahren sei ökologischer und Zugfahren sei günstiger. Infolge der stark reduzierten Billettpreise wird somit nicht nur die Nachfrage, sondern auch der Ruf nach einem weiteren Ausbau der Bahninfrastruktur weiter zunehmen. Hier bringt die Milchkuh-Initiative endlich eine Lösung, in der das Prinzip der Kostenwahrheit wieder ins Zentrum gerückt wird. Das ist auch dringend nötig, denn angesichts der Zukunftsprognosen des Bundesrates betreffend das Finanzierungsdefizit für den Straßenverkehr werden die Einnahmen aus dem Straßenverkehr bald dringend für eigene Projekte benötigt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.